Servus Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Umfrage hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es sich um Folgendes. Wir sind dabei, noch ein neues Plugin für euch zu installieren bzw. zu konfigurieren. Und da geht es sich dabei um Folgendes. Und zwar heißt das Ganze Mob Hunting. Das ermöglicht uns, wenn durch Töten von feindlichen Kreaturen wie zum Beispiel Spinnen, Zombies, Creeper, also alles Mögliche, was euch angreift. Und auch, wenn wir es einstellen würden, für normale Tiere, das wollen wir allerdings ausstellen, also nur für Gegner, dass ihr dafür Geld bekommt. Einen gewissen prozentualen Satz und einen Random-Betrag, also es kann sich von einem Taler bis zu ein paar Kreuzer hinsetzen. Darum geht es aber erstmal nicht. Und es geht sich eher darum, ist eine Überlegung, das auch für den PvP-Bereich zu machen. Ich kann das mal ganz kurz hier einmal zeigen. Dafür muss ich allerdings in den Survival-Modus, weil selbst Operatoren und Admins können im GM1 kein Geld damit verdienen. Dann teste ich das mal kurz an meinem zweiten Account, der sich hier ganz fein nicht am Wehren ist. So, und ihr seht es schon. You gain so und so viel gut. Das ist jetzt ein hoher Betrag, weil wir halt noch hier auf unserem Perk-and-Test-Server ein paar Sachen am machen sind. 0,8% von meinem gesamten Bankkonto, was dieser Easy Six 112 drauf hatte. So. Jetzt haben wir das Problem, dass wir als Admins nicht wissen, wie wir es machen sollen. Wir haben jetzt zwei oder drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, wir machen in der Farmwelt wieder das PvP an. Und jetzt machen es auch wirklich nur so, dass ihr, wenn ihr Gegner in der Farmwelt tötet, dafür Geld bekommt. Jetzt wird wahrscheinlich einer oder andere sagen, ist ja scheiße, dann wartet einer am Spawn in der Farmwelt und ja. Genau deswegen haben wir mittlerweile fünf verschiedene Einstiegspunkte in die Farmwelt, die alle ungefähr 2000 Blöcke auseinander liegen. In verschiedene Richtungen. Was wir allerdings dann auf 8 verschiedene Einstiegspunkte erhöhen wollten, könnten. Was wir dann auch definitiv machen werden. Das wäre eine Möglichkeit, dass ihr euch, wenn ihr euch in der PvP, in der Farmwelt, ich sage immer PvP-Welt, wenn ihr euch in der Farmwelt gegenseitig tötet, dass ihr da einen gewissen prozentualen Satz bekommt oder aber einen Festbetrag vom Spieler. Wobei das ist auch noch so eine Sache. Wir können einstellen, dass er vom Spieler Geld bekommt, entweder einen prozentualen Satz von seinem gesamten Gehalt oder einen Festbetrag von seinem ganzen Gehalt. Also beispielsweise für jeden getöteten Spieler gibt es, ja, keine Ahnung. Das müsste man dann untereinander überlegen, aber ich würde jetzt mal beispielsweise sagen, einfach mal einen Taler oder zwei Taler. Dass er das von dem Spieler bekommt. Das wäre die eine Möglichkeit. Wir könnten auch sagen, wir lassen das weiterhin in der normalen Freebyte-Welt. Ich setze mich wieder in GM1. Dass wir das in der normalen Freebyte-Welt so machen. Das heißt, die Farmwelt bleibt weiterhin PvP aus. Und wenn ihr euch in der Freebyte-Welt gegenseitig die Köpfe einhaut und dafür Geld bekommt, dann ist das so. Ist halt natürlich der Nachteil. In der Freebyte-Welt seid ihr öfter unterwegs. Also wenn ihr mal zu einer anderen Stadt läuft und habt kein TPA oder sonst irgendwas und euch kommt jemand entgegen, der eine gute Ausrüstung hat, ungünstig. In der Farmwelt ist es so, muss ich jetzt meine Meinung sagen, ihr lauft euch selten über den Weg. Also wenn ihr seht an dem einen Einstiegspunkt, wo eine Spawn Protection ist, wo euch also keiner töten kann, oh, da ist jemand, der wartet auf mich, dann gehe ich wieder zurück und gehe zu einem anderen Farmpunkt. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass an allen 8 Farmpunkten gegnerische Spieler warten, um euch töten zu wollen. Und wenn ihr einmal weit genug in der Farmwelt rauslauft, ist es ja eigentlich so, dass ihr normalerweise keinem anderen Spieler mehr über den Weg lauft. Das wäre die andere Möglichkeit, also dass wir es wirklich nur in der normalen Freebyte-Welt so machen. Wir können es natürlich auch so machen, dass wir es in beiden Welten machen. Das heißt, Farmwelt und Freebyte-Welt ist das an. Wir können es aber auch komplett rauslassen. Deswegen setzen wir jetzt die Umfrage, wie ihr es halt lieber wollt. Vorteil ist natürlich, ihr verdient leichter Geld. Müsst halt ein bisschen mehr auf euer Equipment aufpassen. Aber das ist halt, ja,
gehört halt mit zu Minecraft. Ist halt ganz ehrlich meine Meinung. Wenn ich irgendwo rumlaufe und werde attackiert, dann bin ich selber schuld, wenn ich damit drei Sticks Dias getötet werde, weil die schleppe ich nicht mit mir rum, wenn ich farmen gehe. Und wenn ich genug habe, bringe ich mich erstmal in Sicherheit und bringe die weg. Ist halt alles so eine Sache. Ich für meinen Teil, das sage ich jetzt unparteiisch und ohne, dass ich da jetzt irgendwie eine Meinung habe ich ja dazu, aber die Umfrage beeinflussen will. Bin halt dafür, dass es sich in der Farmwelt schon auch lohnt, das Zeug anzumachen. Dass ihr da einen prozentualen Satz bekommt, halt in der Farm, in der Freebird-Welt halt nicht mehr. In der Farmwelt schon. Und wie gesagt, da müssen wir irgendwie, und ich persönlich wäre dann für einen Festbetrag, weil ein prozentualer Satz für jemand, der jetzt beispielsweise, ja, erstmal sagen wir mal 100 Tage, weil das ist einfacher zu rechnen für mich. 100 Tage dabei hat und beispielsweise 1% davon bekommt, ja gut, ist nicht viel, ne? Aber trotzdem, je höher das halt ist, desto mehr verliert ihr. Es gibt ja auch Leute, die laufen halt schon mit 10%, mit 10.000 Tage herum. Es ist halt immer so eine Sache, wie viel Prozent wir das machen oder ob man einen Festbetrag machen für einen 2 Tage. Weil ich wäre jetzt für beispielsweise, keine Ahnung, 2,5 Tage für jeden getöteten Spieler. Das ist nicht zu viel, ihr macht nebenbei noch ein bisschen Geld und ihr bekommt ja auch noch Geld, wenn ihr Zombies und sowas tötet. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Dafür, dass es nur 2 Schläge auf so ein normales Vieh halt sind, finde ich es halt noch definitiv akzeptabel. Ich weiß gar nicht, ob das derzeit mit den Schafen geht. Warte mal. GM0. Put, put, put. Ne, für Schafe geht's nicht. Kann mal Time Set. Ach komm. Bevor ich mich wieder 10.000 Mal verschreibe. Gucken wir mal, ob irgendwo ein Creeper oder sowas kommt. Ich habe keine Ausrüstung dabei. Hier hat doch irgendwas geklappert schon. Da ist ein Creeper. Wahrscheinlich fliege ich jetzt selber in die Luft. Ja, ihr seht. Hier bekomme ich jetzt gerade noch 7,50 $. Das muss ich halt auch einstellen, dass es ein bisschen weniger ist. Weil 7,50 € für einen getöteten Creeper, aber nur 3 Tage für einen Spieger finde ich dann doch ein bisschen. Ja, komisch. Ja, hier 16,87 $. Das wird halt von uns noch eingestellt, aber bevor wir das einstellen, wollen wir halt erstmal eure Meinung hören. Weil nicht, dass wir jetzt wieder was einstellen und das in der kompletten Community am Ende nicht gefällt. Deswegen fragen wir euch direkt von Anfang an. Habe ich irgendwas zu essen dabei, was nicht? Nein, natürlich nicht. Muss alles gebraten werden. Ah. Nee. Slash GM1. Ah. Na gut. Also schreibt es unten in die Kommentare rein. Das wird von uns ausgewertet und dementsprechend auch dann programmiert und eingestellt. Könnt natürlich auch ein Abo dalassen, Like und so weiter. Die Firma dankt. Wir sehen uns auf dem Server. Bis dann. Ciao.